Moin, moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Der Patrick und ich sind alleine, da freuen wir uns, weil da können wir uns gegenseitig so ein bisschen mal entspannen und müssen nicht auf so ein Person Nummer 3 aufpassen. Naja, bist du sicher, dass wir entspannen können? Ja, ich kann immer entspannen, aber ich kann immer ganz fröhlich durch die Hose atmen. Ja, dann bleibt das Entspannen nicht auf meiner Seite. Oh, bei mir aber. Ja. Rectalus Entspannus. Alter. Was denn? Ich habe mir heute übrigens Don't Starve gekauft. War ja im Sale. Sagt mir irgendwie nichts. Dann such mal danach. Wenn du 3 Euro irgendwas über hast, dann sollst du das zulegen. Das kostet nämlich normalerweise 20 oder so. Und das Paket Don't Starve Together und beide Add-ons zusammen gibt es, glaube ich, für 15 oder so. Das habe ich mir auf jeden Fall einmal zugelegt. Musste mal sein. Ist vor allem auf dem Genre, was zu meinem Kanal passt, deswegen habe ich mir gedacht. Gut. Und es wird immer zwischendurch mal wieder ein bisschen gefragt. So, also, könntest du das mal machen? Oder ich so, ja, könnte ich, habe ich nur nicht. Also, nee. Ja, bei mir tut sich irgendwie nichts weiter. Da, jetzt bin ich drauf. Hat bei mir jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Das ist, alter Falter, wie viele Häuser haben wir denn hier aufgestellt, ey? Ich glaube, es kann gleich wieder schließen. Ach, brauchst du jetzt mal zweimal, oder was? Gerade fast zu Hat Hause. sich ja irgendwie mittlerweile so ein bisschen so eingestellt. Also neu starten, sagst du? Bei mir auf jeden Fall. Wie das hier Ja. aussieht. Wie das aussieht. Ich Als ob da schließe einfach mal. mal so zwei. Also, ob ich einen durchgesteckt habe durchs Drying Rack. Super. Okay, dann mache ich auch nochmal zu. La 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 la. Ach ja. Ich will doch nur spielen. So. Koop. Horst. Continue 124. Create Lobby. Invite. Patrick. So, schauen wir mal. So. Ja, Ist es Chris noch vom LP. letzten Mal Also hallo oder ist... Ventrace übrigens und hallo Chris und ich habe 4000 Ja. Abos erreicht. Ja, zum zweiten Mal. Wenn man es ganz genau sehen will, sogar zum dritten Mal, weil als ich das erste Mal die 4000er Marke geknackt habe, waren zwei so witzig und haben wieder deabonniert, bin ich wieder auf 3999 runter, als ich bei 4001 war. Ist ein bisschen kacke jetzt. Ja, mein Gott, ich bin doch schon wieder bei 4020 oder so. Ja, alle guten Dinge sind drei, nicht? Ja, das war echt. Also in den letzten Tagen war echt cool. Da sind so viele Abos dazugekommen. Das richtig fett. Ich habe ja ungefähr 110 oder so haben sie mir weggeknallt. Ich war ja schon fast bei 4100. Dann war ich bei 3920 oder so. Und jetzt bin ich schon wieder bei 4020. Also im Moment läuft es tatsächlich relativ gut, was die Abos angeht. Das ist mir Und da, aber, wie ja, gesagt, das noch, relativ wo Sommer ist. scheißegal. Ja, das ist richtig. Ist mir trotzdem halt relativ scheißegal, weil wenn die Viewzahlen dabei auch im gleichen Maßen einigermaßen ansteigen würden, wäre mir das noch viel, viel lieber. Wie sieht's jetzt eigentlich bei dir aus? Er lädt. Er Sagen wir lädt. mal so. Er lädt. Das ist schon mal. Das ist schon mal besser, als wenn er nicht laden würde. Oh, er ist weiter. Und... Ah, sehr schön. Ich sehe deinen Namen aber noch nicht. Jetzt sehe ich Ich deinen bin da. Namen. Ja, sehr schön, sehr Oh schön. ja, ich gehe mal durch die Wand. Ja, mach das mal. Das ist immer ganz angenehm. Dann, wie er einfach an mir vorbeirennt und einfach durchs Tor. Ja, ich sehe dich nicht. Ja, macht ja nichts, das sah schön aus. So, aha, guck mal. Und? Hallo. Hi. Kannst du nochmal durch die Tür laufen, oder? Na, jetzt Jetzt scheint's. schon. Ja, super. Du bist ja ein Held, ey. Ja, So. sollen wir gerade mal kurz eben gucken, ob wir schlafen können? Also ich kann Wäre schlafen. nett. Ich Aber habe eine Tür erstmal. im Gesicht. Ja, ich kann schlafen. Ja, ich esse erstmal ganz kurz eben hier so einen Stinkefuß noch. Was nicht besser, wir machen das nachher. Nee, sonst wäre ich nämlich jetzt beim Verdursten halt. Beim Naja. Schlafen verdurstet. Das wäre nicht so gut gewesen. So, jetzt bin ich nämlich schon wieder hungry. Ich bin durstig.
Ui, das, was ich gegessen habe, war scheinbar mal gut. So, das habe ich weggeklopft. Schon wieder. Das habe ich doch vorhin schon weggeklotzt. Was ist denn das hier für ein hässliches Ding hier vor dem. Das gehört doch hier nicht hin, oder? Was denn? Hier ist so ein hässlicher Balken vom Fenster. Was ist denn das hier? Ich will es nicht sehen, ich hol Holz. Mach das. Ach, das ist von der Leiter. Na super. Das ist natürlich ganz pfiffig. Von der Leiter oder von der Treppe? Ja, Treppe meine ich natürlich. Es gibt doch gar keine Leitern. Ja, deswegen frage ich hier. Ja, was könnte ich ja wohl meinen, wenn es keine Leitern gibt? Dann könnte ich ja wohl eigentlich nur die Treppe meinen, hä? Naja, bei dir kann man nicht so wissen. Oh, doch. Nee. Auch doch, das klappt schon. Nein, nein. Du musst nur dran glauben. Ja, nee. Jawohl. Nein. Wo hast du eigentlich. Du bist heute schon wieder ganz schön konträr, kann das sein? Warum? Weiß ich nicht. Du bist. Du sagst ständig genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Nur um irgendwie das Gegenteil von dem zu sagen, was ich sage. Ich sage nicht das Gegenteil, was du sagst. Du sagst die ganze Zeit nein. Nein. Siehst du? Ja, aber trotzdem nein. Und Siehst du, jetzt jetzt habe ich hast du Ja nur. gesagt. Ja, genau, du hast jetzt aber nur Ja gesagt, damit du mein Nein außer Kraft setzen konntest. Damit du wieder das Gegenteil gesagt hast, weil Nein ja das Gegenteil von Ja ist. Siehst du? Deswegen passt das wieder. Gotchi? Ja. Nein. Oh Kannst du mich mal am Arsch lecken, kannst du nicht mal. 10 Cent in die Kasse. Alter, das ist schon richtig schwer, der Becher mittlerweile. Ich helfe gern dabei. Ach ja. Ich glaube, es fängt gleich wieder an zu schiffen hier, ey. Was mache ich denn jetzt hier? Bist du schon am Rückweg mit deinem vollen Wägelchen, oder? Welches volle Wägelchen? Nee, du wolltest Holz holen. Ja, ich hol Holz, aber es ist noch nicht voll. Ja, deswegen fragte ich, ob du schon auf dem Weg bist mit dem vollen Wägelchen. Also Aber habe ich die offensichtlich Aussage bist jetzt du noch nicht nicht auf gemacht. dem Weg mit dem vollen Wägelchen. Deswegen komme ich Wäre mit ich dem auf dem leeren Weg gewesen, hätte ich Wägelchen mal diese zu dir Aussage hinge. gemacht. Boah, wir sind heute anstrengend, kann das sein? Ja. Ich glaube, wir sollten. Guck mal, wieso liegt denn hier eigentlich noch mitten auf dem Weg ein Holz? Und warum rennen da mitten auf dem Weg ein paar Eingeborene? Mit den Eingeborenen weiß ich nicht, und das Holz habe ich gerade erst gefällt. Die beobachten uns bestimmt nur. Hallo. Warum Oh, habe ich den aua! Rucksack an? Was? Weiß ich nicht. Ja, genau, nimm den mal. Dann kann ich mir mal in aller Seelenruhe hier den Wagen nehmen. Aber die Soda gehört mir. Ja, die kannst du haben. Nee, das ist doch einer! Ey, der ist in den Wagen. Was sag mal! Scotty? Was geht Da. mit dem ab, ey? Ich glaube, das ist Bud Spencer. Ich glaube auch. Oder er hat einfach einen unbändigen Hass auf Wägelchen. Oder das. Alter, ey. Der hat dich weggerotzt. Wenn Tracy ja, tue ich tatsächlich. Muss ich ja schon, sonst habe ich das Geld ja nicht passend parat. Aber nicht immer nur 10 Cent Stücke, manchmal auch einfach nur Kleingeld. Das heißt dann, dass ich zwischendurch mal ein bisschen aus dem Glas wechseln muss, beziehungsweise aus dem Becher. Ach, warum hau ich da noch drauf? Ich hätte das Spielchen mal machen sollen, als ich meine Sammlung von 10-Cent-Münzen noch nicht weggebracht hatte. Da hätte ich ja nicht so viel wechseln müssen. Dann wäre das Glas auch ein bisschen schneller voll. Dann wäre das jetzt, glaube ich, schon zu einem Viertel oder so voll. So, warum genau holen wir eigentlich. Ach so, genau, du hast hier vorne weggearbeitet. Wie viel Borgenheim-Setans hast du gemacht? Weil da fragt einer. Er findet nur 50 und ich weiß gerade nicht, wie viel das du wirklich gemacht hast. Boah, ich weiß halt auch nicht, wie viel das genau waren, Leute, Jan, aber ich glaube, das könnte um die 50 können das gewesen sein. Ich habe das nicht so lange gespielt. Da hatte ich nämlich irgendwann auch den Schnuff auf tatsächlich und das wird bei Dead Before Daylight auch sehr bald eintreten. Dead by Daylight. Ja, meine ich ja. Weil das Spiel, das kotzt mich einfach so tierisch an. Ich will nicht sagen, dass ich das bereue, gekauft zu haben, aber Hua. das Geld hätte ich anders besser anlegen können. Ja, bis auf das. Seit wann schwimmen die Loks, bitte? Seit dem letzten Update. Und warum sind da drüben fünf Eingeborene, die ich jetzt bestimmt nicht in die Luft sprengen werde? Was? Oh.
Du schaffst das, ja? Das weiß ich noch nicht! Ich hol dein Locke mal. Alter! Hoppala. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Zurück, zurück! Brauchst du Hilfe? Nö, ich verstand's mich hier drin. Ja. Solange ich dann gleich wieder brennbare Axtensiliaden habe. Axtensiliaden. Ja, jetzt kommst du. Nö. Nee. Jetzt komme ich. Nö. Nee. Wie sich das anhört, wie so die kleinen Schweinchen dann, wenn man sie anzündet. Was? Hilfe. Wo? Wer? Also ich mache hier Barbecue-Party. Wie sieht's bei dir aus? Ich hole mir Rüstung. Ach! Da ist der Max. Sag mal, stehen die wieder auf oder was, wenn die verbrannt sind? Ach ja, jetzt kommst du, ne? Wo die fast tot sind. Ja, nö, klar. Ich hab den Lockslot abgeliefert, siehst du? Schön, schön. Guck mal hier, was hier an Einzelteilen überall rumliegt. Was kann ich denn hier reparieren? Hä? Lol, die Lampen. So. Das Tor hat ein bisschen Hauer gekriegt, du. Das arme, arme Tor. Oh, armes Tor. Armes Tor, Rituzi Putzi. Okay. Ich lasse das so mal stehen, ne? Ich kann gleich kurz eben in der Mini-Pause kann ich kurz nachgucken gehen, was, wie viele Folgen das tatsächlich gewesen sind. Oh, jetzt wabbelt aus dem Boden raus. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Echt? Kleiner Wicht. Ich kann noch raus irgendwie jetzt. Wo kannst du raus? Nicht hier. Okay. Jetzt. Oh. Nein. Komm, hopp. Haben wir noch irgendwo eine Hütte stehen oder sag mal? Das Tor muss ich auch streicheln. Nee, nee, das mache ich nicht. So ein Schweins, mit so einem Schweinskram fange ich gar nicht jetzt an hier. Warum haben wir noch wo eine Hütte stehen? Wegen den Leaves, die wir collecten sollen. Ja, das wissen wir schon lange nicht, ne? Nee, das waren Sticks beim letzten Mal noch. Die Sticks sind jetzt aber alle weg oder sind da noch Sticks drunter? Ich sehe das gerade nicht. Sticks sind 10 und Leaves sind 7. Okay. Ja, dann sehe ich die wieder mal nicht, weil meine Taskleiste da drüber liegt. Hallo Rabbit, hallo Survival. Was wirst du nach Forest spielen? Weiß ich nicht, ja, vielleicht leider. Einfach mal gar nichts. Vielleicht möchte ich auch einfach nur mal nicht streamen. Wäre ja auch oder möglich. Menschlich sein. Oder das. Gut. Vielleicht wird es aber auch tatsächlich auf Don't Starve hinauslaufen. Weiß es ja noch nicht. Ich weiß es doch nicht, meine Freunde. Muss ich denn immer alles wissen? Ich bin gerade froh, dass ich... Deswegen musst du nicht laut werden. Muss ich wohl! Gut, dass das nicht so laut war. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier rumbölken wie sonst was, weil keiner da ist, der sich drüber aufregen kann. Ist total super. Sollte ich öfters machen. Ich glaube, ich mach mal die Schläger-Challenge. Was? Mit dem Stein oder was? Oh, das sind 4. Kacke. Hä, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Tennisschläger, Tennisschläger. Ach, Tennisschläger! Boah, mit dem Tennisschläger will ich auch spielen, aber ich glaube... Ne, 2 Minuten noch oder so. Blablabla. Kann das sein? Au. Moment. Bin noch Tennis mit. Ich weiß nicht, Feuer wie ich kaputt. Soll. Feuer kaputt könnte auch sein, Patrick. Hast du nicht irgendwo darüber beschwert, dass irgendwo ein Feuer. Kann sein. Sein müsste. Was denn? Wo denn? Wie denn? Komm her, kriegst die Axt in die Fresse, du hässlicher Wicht. Und nimm die Zähne aus dem Tor. Au. Schlag und deine... auf Schlag. Wo ist er hin? Hm? Ah, da. Du stehst auch nicht mehr auf. Auf, voll in die Klöten. Alter, du hängst gleich in der Falle drin, das weißt du, Mann. Ach, wer hat denn die Falle bitte nicht wieder aufgestellt? Ich weiß nicht, aber die wurde vorher aufgelöst. Ihr Vögel, seid doch krank. Der Max war auf jeden Fall nicht, der Max chillt jetzt hier. Oh, Federn. Oder auch nicht. So, Falle ist jetzt wieder, Actimel. Actimel. Ja, du weißt, ich muss was tun. Oh, mein Gehalt ist so niedrig.
Sag mal, was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Millionen von Knochen, die wir hier drin rumliegen haben? Also, oh, Rüstung wäre eine Idee. Ja. Rüstung wäre eine Idee. Und dann sind wir auch, glaube ich, erstmal am Ende angekommen, nicht? Ja, und zwar jetzt eigentlich. Jetzt? Okay, dann machen wir den Cut. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao.